Simone Tippach-Schneider. Wir befinden uns hier in der Ausstellung Das Spiel ist aus, Puppenspuren in der Galerie Forum Amalienpark in Berlin-Pankow. Eigentlich wird hier dem Thema Puppen in der Bildenden Kunst nachgegangen, mit einem kurzen historischen Abriss, auch der in die 60er, 70er und 80er Jahre geht und dann das Ganze verfolgt bis heute mit ausgewählten Arbeiten von Berliner, hauptsächlich Berliner Künstlerinnen, aber auch Künstlerinnen aus Leipzig und Brandenburg. Ja, wir stehen hier vor einer Skulptur von der längst verstorbenen Bildhauerin Nancy, also ihr Künstlername. Und diese Skulptur hat sie genannt Miss Europa. Es handelt sich hierbei um ein Selbstporträt, zeigt sie selbst quasi mit einem geschlossenen und einem offenen Auge. Und das Besondere ist eigentlich, wenn man sich fragt, was das mit Puppen zu tun hat, auf dem Kopf hat sie sich eine Puppe montiert. Naja, wie das so in der Kunst ist, ist es natürlich immer ganz oft auch eine eigene Interpretation, aber da sie dem Ganzen auch den Titel Europa gegeben hat und macht die stiere Bild, ist das schon im Prinzip wahrscheinlich auch eine Frage der Identität hier in Europa. Wahrheit oder zwei verschiedene Wahrheiten, die es gibt, und in ihrer persönlichen Rolle, sie hat sich ja intensiv in ihrer Bildhauerei mit Puppen auseinandergesetzt, oder die Puppe war ihr Erkenntnisgegenstand und als solche hat sie den auch hier in ihrem Selbstporträt verewigt. Also das sind ja eigentlich hier drei Gesichter. Wir haben drei Figuren in der Ausstellung. Sie ist ja sehr zurückhaltend, weil die Figuren eine sehr starke Ausstrahlung haben und auch Platz brauchen, meist auch so vor weißen Wänden. In dem Fall haben wir eine andere Herangehensweise, es ist nämlich eine modellierte Puppe, die sie sozusagen selbst modelliert hat, wie ein Puppenwesen dargestellt hat. Sie bezieht sich in dem Titel ganz stark im Prinzip auf das Thema Heroin, spielt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, was sozusagen, in welchen Rauschzuständen man gerät, wenn man Heroin nimmt und welche Wahrnehmung man dort hat. Gleichzeitig ist sie ja ein bisschen so auch als Tänzerin dargestellt, also im Prinzip ein relativ berauschendes Dasein, und was der Tanz ja auch meistens sein kann, dass man sich in den Rausch tanzen kann und bewegen kann. Eigentlich heißt diese Skulptur Du Böse, aber meiner Meinung nach braucht diese Skulptur auch keinen Titel, wie all ihre Skulpturen nicht. Beschneidet kleine Puppen, kleine Wesen, also wir haben hier eine große, quasi eine Erwachsene, und Puppenbabys. Neben der Puppe hinten liegt eine kleine Puppe, die bereits beschnitten ist, wo man auch den Schnitt sieht und die am Verbluten ist. Also das ist schon, denke ich, eindeutig, obgleich sie auch an diesem Werk mehrfach gearbeitet hat. Vielleicht muss man noch dazu sagen, dass Nancy ja schon als Kind, so beschreibt sie das selber in eigenen Texten, ein intensives Verhältnis mit Puppen hatte. Das heißt, sie hat in einer Puppenwelt gelebt mit über 24 Puppen, die sie umsorgt hat, ein eigenes Reich hatte mit Puppenschränken und mit Kleiderschränken und mit Möbeln. Erwachsenenwelt übergegangen ist und sich auch quasi mit dieser Puppenwelt, die sie dann weitergeführt hat, dann allerdings aus der Sicht einer Erwachsenen, sich auch an der Kunsthochschule, an der Hochschule der Künste beworben hat und dort in dem Bereich, im Fachbereich Bildhauerei, und danach noch eine Weile gearbeitet hat an einem Theater, also auch im Prinzip durchaus das Darstellende und die Inszenierung durchaus wichtig ist für sie, so wie es im Prinzip in dem Puppenspiel ja auch ist. Das ist ein Puppenspiel, was hier zu sehen ist. Und eine Situation, die natürlich auch aus ihrer eigenen Weltinterpretations- und Welt herrscht. Also wo sie eigene emotionale Zustände beschreibt.
dass da auch nochmal mit Farbe sie hochgeht und kann dann auch weggucken von dem Kind und kann nur das Gesicht sehen. Und da verändert sich nochmal etwas, also in dieser Beobachtung. Auch wenn ich dann da so um die Figur herum gehe und sehe nochmal dieses breite Becken, diese Form hier, die ja eine schöne Skulptur eigentlich ist. Also das finde ich im Prinzip dann auch nochmal interessant, wenn man erstmal diesen ersten Schreck überwunden hat und dann nicht gleich weggeht und sagt, oh Gott, das ist ja schrecklich und absurd, sondern einfach weiterguckt. Dann werden die ganz kleinen Details, die bis hin zu abstrakten Formen gehen, also ne, dieses breite Becken, das wie so ein, ja, wie sagt man, fast so festgemauert ist und wie Mutterschoß geradezu, ja, oder der Erdenschoß, also was viel mehr bedeuten könnte, ohne es zu überzuinterpretieren. Also es gibt ja die Geschichte, wo sie ein Gespräch mit den Puppen führt und die Puppe sagt, ich möchte gerne im Prinzip jetzt schwarze Haare haben, ich bin blond und möchte schwarze haben, und sie dann sagt, du bist aber noch zu klein. Wenn du erwachsen bist, kannst du das selbst entscheiden, aber jetzt kannst du das nicht. Also sie reproduziert im Prinzip die Erwachsenenwelt und spielt das nach, was ganz natürlich ist eigentlich. Aber irgendwann macht sie in diesem Schritt und fragt dann die Puppen nicht mehr. Oder vielleicht fragt sie die doch. Also was da für Dialoge passieren, weiß man ja dann auch. Thank you.